Erkundungszeit in Pokémon Black 2! Ich bin heute voll crazy drauf! Yeah! Ja, wir wollen erkunden und ich muss so. Unser Team gesehen, so weiter. So, hier das Haus haben wir erkundet und weiter geht's! So, nein. Cool, Team Plasma. Ja. Im Übrigen mag ich die Musik von Team Plasma sehr, sehr gerne. Na, ich denke mal, hier gibt es nichts Besonderes. Zur Not gucke ich im Pokewiki nochmal nach oder ihr schreibt es mir so. Oder ihr seid so lieb und schreibt es mir in die Kommentare. Egal, gehen wir da rein. Und zwar da rein, wir ignorieren mal Team Plasma. Komm da rein. Es ist immer noch so. Okay. Ich war doch eben noch am gucken. Ich bin doof. Hallo. Aber wirklich, die Kampfmusik haben nicht richtig verändert. Also nicht wirklich. Also von so einem Kampf jetzt. Los, Tommy, auch wenn du total falsch bist. Du müsstest aber bald mal Elektroball lernen. Wie sieht denn eigentlich deine Idee aus? 37. Grässlich. Also Elektroball bringe ich dir nicht bei. Auch wenn es mal was anderes wäre. Das ist voll ungewohnt. Am linken Headset höre ich ja jetzt nichts mehr und das ist blöd. War das Gena? Ja, war Gena. Ich mag mein Headset nicht mehr. Ich höre wirklich nur noch was am rechten. Also, das ist voll merkwürdig. Haben wir was zum Aufwecken? So als wie ein Aufwecker. Ich teste es mal einfach. Nope, keine Wirkung. Okay, dann müssen wir wohl hoffen, dass du gleich aufwächst. Komm. Ich mache extra noch auf Speed-Teste. Oh, dieser Typ ist so langweilig. Und du schläfst weiter. Ich könnte jetzt Risiko eingehören, aber keine Lust. So. Machen wir. Komm schon. Es ist so ungewohnt, zunächst am linken Ohr zu haben. Einfach grässlich. Ja, aber ich habe keinen Schreibtisch, was soll ich da sagen? Also momentan nicht. Ich kriege ja einen nach den Ferien, wir sind ja umgezogen. Also seit Ewigkeiten her. Ich warte schon seit Ewigkeiten, dass die mir einen Schreibtisch holen, aber ich habe keinen. Und das heißt, meine Headsets und meine Mäuse gehen kaputt. Weil ich ja die ganze Zeit auf dem Bett oder sonst wo spielen muss. Blöd. Denn die fallen nicht runter, du bist meine einzige Stoppuhr. Komm, Donnerschock. Ich hab sogar richtig getippt. Aua. Oh gut, nicht verbrannt. Also bei Dommy ist es ja eigentlich recht egal, ob er verbrannt ist oder nicht. Und du weißt nicht, warum ich gerade auf Speed-Teste mache. Naja, einfach weil ich keine Lust habe. So lange zu warten. Ich denke mal, ihr werdet das hören. Nur ich ja leider nichts. Am linken Ohr. Finde ich relativ blöd, aber ihr müsst es ja sehen, das Spiel. Ja, ich glaube, seine Samenbombe hat mir zu viel abgezogen. Das ist jetzt nochmal. Noch 4 Level, dann entwickeln wir, Tommy. Dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir das dann zu Magnezone entwickeln. Ultraschall! Komm, du bist schwanger, wir wissen es. Oder vielleicht auch nicht. Untersuchen wir dich. Besiegt. Yay. So. Ja, ja. Raff besiegt irgendjemand anderen. Für euch immer noch Raphael, ne? Nicht, dass hier irgendjemand mal so unverschämt zu sein und mich Raff einspricht.
Nein, wirklich, nämlich nur Freunde so. Das heißt, wenn ich euch näher kenne und ihr mich kennt und nicht nur vom LP her, könnt ihr mich gerne Raff nennen. Von René wird ich jetzt Raffi genannt, also. Du bist nervtötend, geh sterben. Du bist nervtötend, geh sterben. Ich freue mich schon, wenn wir Donnerblitz finden. Oh, Domi hat Donnerblitz so nötig. Ehrlich. Oh, komm, wechseln zu René. Auch wenn er angeschlagen ist. Mir egal. Okay, jetzt habe ich ein leises Tönchen von ihm gehört, aber auch wirklich nur sehr leise. Mir war irgendwie klar, dass er einen Boden-Pokémon hat. Einfach nur zur Abwehr der Elektroattacken. Und was setzt sich gegen den ein? Ach, egal, Flügelschlag. Ist unsere stärkste Attacke, also. Aber das finde ich ein bisschen erstaunlich, so ein X-Bad mit Sternenschauer zu sehen. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich glaube, das haben die wirklich neu dazu gebracht. Aha. Naja. Ja, ja. Okay. So. Dann mache ich mal noch einen Trank. Haben wir ja genug davon. Zum Glück. Also für Domi werden wir den brauchen. Weil der... Naja. Hat kaum KP, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, wir schaffen es, Domi noch weiterzuentwickeln, bevor wir in die nächste Arena gehen. Nur ich weiß ja nicht, was in Maria City passiert. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Domi dort nicht gebrauchen werden. Weil das ein Boden-Pokémon und die One-Hitten ihn locker. Nichts gegen Domi, aber ist leider so. Doppelschwäche ist verdammt fies. Ich glaube, René hat gar keine Doppelschwäche. Nee, hat es doch gar nicht. René ist ja so eine, also sozusagen eigentlich nur die Abwehr für Pflanzen-Pokémon, obwohl wir momentan eher keine Schwierigkeiten damit haben. Das heißt, wir brauchen die auch gar nicht. Ihn mag eigentlich gar nicht. Aber auch wenn keine Arena mehr kommen wird mit Pflanzen-Pokémon, ist es doch relativ egal. René wird trotzdem helfen, wo er kann. Okay, da haben wir dann jetzt alle besiegt, hoffentlich. Was ist hier? Musical, haben die das eigentlich verändert? Hallo? Hier war ja letztes Mal Bell dabei. So, also in Pokémon Weiß Edition. Muss ich jetzt trotzdem nochmal vordressieren. Okay, der gibt mir den Modekoffer. Ja. Wir nehmen Erik. Erik, meine Wunderschöne. Los geht's. Die haben es wirklich kein bisschen verändert. Ihr werdet meine Mausen eh nicht sehen, weil ich das entfernen werde. Erik ist in Wahrheit ein... Also sollte eigentlich eine Frau werden, deswegen kleide ich dich wie eine Frau. Nein, zu groß. So. Warte mal. Nein, nicht du. Das. Boah, ich verklick mich. Ah, geh weg. Geh da. Mach. Da sieht's hässlich aus. So. Ich nenne dich Erikia. So, sie ist wunderschön. So. Ich kann ja mal eins antesten, wenn ihr wollt. Habe ich, glaube ich, im Pokémon Schwarz auch gemacht. Ich werde aber nur eins antesten.
Mal gucken, ob die irgendwas dabei verändert haben. So, ich werde Erikia nennen. Nehmen. Nein, Spaß. Stardom. Nehmen wir das mal. Ich sehe immer noch keine Veränderung, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, die machen das wieder, wie ich hoffe es zumindest, dass es wieder... Nee, ich glaube nicht. Ich habe gehofft, dass sie es wieder wie in Platin oder Smaragd oder so machen. Ich meine, da war es schon was ganz Besonderes. Diese Wettbewerbe da. Die fand ich immer ganz toll. Habe ich auch gerne gemacht, gebe ich ehrlich zu. Wenn ich Platin oder Diamant oder so LPen werde, werde ich das auch machen. Hat sich wirklich gar nichts verändert. Sogar die Pokémon sind noch dieselben. Ich bin am wunderschönsten. Okay, mal gucken, ob ich es noch hinbekomme. Okay. Aber der Emo lacht über Hacken sehr. Ich mach das jetzt noch extra auf Speedtest. Egoist. Ich klaue ich den... Die Leute. Den hab ich vergessen. Okay, dann mal gucken. Boah, backt das herum. So, ich weiß schon, was ich gleich machen werde. So, wenn ich dran bin, dann. Liebt mich, also mein Erik. Gar keine Veränderung. Ich habe das Gefühl, ich spiele gerade Pokémon Weiß. Was? Warum hat das Vieh gewonnen? Okay, vielleicht war mein Outfit jetzt nicht so da angebracht, aber das ist die japanische Version. Ja, komm mal hin, ne? Ja, ich bin zweiter Platz. Ich war ja auch im wunderschönsten. So. Komm, mach weg. Jetzt werde ich Team Plasma erstmal verfolgen. Und voll den hintertreten. Obwohl, ich weiß ja jetzt, wo ich mein nächstes Teammitglied finde. Oder wird das mein nächstes Teammitglied? Warum nicht? Obwohl, es wäre spannender, würde ich Team Plasma verfolgen. Egal. Oder gibt es nicht? Egal, mache ich dann offscreen und dann zeige ich euch kurz, wie ich es gefangen habe. Obwohl, dann müssen wir noch die Route da machen. Egal, machen wir später. Alles ruhig. Machen wir erstmal Team Plasma kalt. Das wäre gerade angebracht, aber ich brauche gerade ein bisschen Story. Nach der kleinen Erkundungstour. Ich werde noch irgendwie an der Einstellung rumfuchteln, dass es nicht so buggt, wenn ich aufnehme. Weil eigentlich buggt das gar nicht. Komm, machen wir Doppelkämpfe, das wäre voll cool. Ah. Hier vorne. Okay. Ich liebe die Mücken. Also den Anfang zumindest davon. Danach wird es ja irgendwie so eine Überleitung zum Alten. Oh mein Gott, wir sind ja total underleveled.
sag total, weil die Rüpel sind stärker als wir. Die Rüpel! Ich glaube, ich werde vor der Arena nochmal auf Niveau der... Obwohl, nee. Fahr mal schneller. Ja, ich habe die Speed-Taste benutzt. Hat man auch irgendwie rausgehört, ne? Nein, du klatscht dir kein... Nee, sehr enttäuschend. Wobei ich immer der bin, der so schnell verwirrt wird. Oh. Ah, wir haben keinen Aufwecker. Was sollen wir machen? Komm mal schneller. Ja, ja, Hyperzahn, bla bla. Langweilig. Komm, greif an. Du bist wach? Nein, du greifst nicht an, du Gegner. Und... Oh, zum Glück, das macht nur die Hälfte. Ich bin da immer so verwirrt mit Super und Hyperzahn. Ich glaube, der hat Superzahn eingesetzt. Ich weiß es nicht. Na komm, wofür habe ich die Hypertränke schon gekauft? So, jetzt kommt mindestens... Oh, ich hasse Hypnose. Weil den Gegner trifft das immer, obwohl das nur eine Wahrscheinlichkeit zu 60% hat. Und wenn ich mal Blizzard machen will, das eine Wahrscheinlichkeit zu 70% hat, trifft das nie. Das hasse ich. Guck mal da, du bist schwul. Ja, macht wirklich nur noch eine Wahrscheinlichkeit zur Hälfte. Ich hasse dich, guck mal da, ich hasse dich. Wirklich. Das ist mein Hass-Pokémon. Ich hasse es. Es ist nervtötend hässlich. Ich würde dir am liebsten den Schwanz aufreißen und dann direkt in dein Herz stechen. Gut. Oh, immer noch verwirrt, ehrlich. Das ist ein bisschen lange. Geht doch. Frag mich, wann es Giftzahn wäre. Das René, also unser René. Weil es wird ewig dauern, bis wir nach Dingsbums kommen. Machen wir jetzt Doppelkampf, wäre irgendwie cool. Ich mag Doppelkämpfe. Oh, natürlich müsste ein Einzelkampf kommen. Kann ich mal das schöne Geschrei meines Renés hören. Ja, das macht jetzt unheimlich viel Schaden, wie man sehen kann. Wir werden es nicht überleben und René ist auf gar keinen Fall schneller. Ja, tut mir leid, René, du musst leider geopfert werden. Peinlich, ehrlich, peinlich. Tschüss, weg. Komm, Kusch, weg. Heil meine Pokémon. Hab keine Lust, zu Pokémon Center zurück zu latschen. Die Musik kam zuletzt bei Bell. Danke. Wohin geht er? Also gegen ihn kämpfen werden wir öfter, das weiß ich. Weil das wäre schon sehr peinlich, wenn nicht. Also für die Spielemacher. Fände ich auch relativ doof, wenn die genau den gleichen Fehler wie mit Bricks machen. Den Rubin. Oh, ich muss den Part gleich schon beenden. Boah, geht das schnell. Hallo. Komm, machen wir ein bisschen schneller. Ich meine, sie sind nicht wirklich interessant. Ja, sie haben ein Licht. Hallo, eigentlich müssten sie ja der Typ sein. Guck mal, weiß ich auf jeden Fall, dass er ein Polizist war mit einem Terrybart. Naja.
War das gerade Metallklaue oder war das diese Zermalmklaue? Keine Ahnung, ich denke mal Metallklaue. Rotomov entwickelt sich auf Level 31 zu Stahlebohr. Was ich glaube schon in Online-Kämpfen in manchen verboten ist. Einfach nur weil es zwei Fähigkeiten haben hat, die, glaube ich mindestens, dass es zwei waren, die im Sandsturm ihn verbessern und da im Sandsturm allgemein schon Boden-Pokémon, glaube ich, die Spezial, von denen da die Spezialverteidigung wachsen, ist es schon sehr hart gegen ihn dann zu kämpfen. Da kann man wirklich kaum was einrichten. Merkt man auch, wenn man gegen so einen Hippopotamus oder so kämpft, kann man es nicht einfach mit Surfer besiegen, also One-Hit. Das ist praktisch unmöglich, weil einfach der Spezialangriff wird verdoppelt. So wie ich es verstanden habe. Da könnte ich ja gerne was Besseres lernen. Des Besseren lernen. So war das. Ja. Und, die Attacke Scanner hasse ich auch. Und dich? Naja, dich nicht. Ich finde dich irgendwie schon cool. Wassersnoop ist jetzt vielleicht nicht das wunderhübscheste Pokémon, aber es geht. Und welche Attacke willst du lernen? Warum habe ich das Gefühl, es wird Slam sein? Yep, richtig. Und die Attacke wirst du natürlich nicht lernen. Denn ich mag Slam nicht. Einfach nur, weil es kaum trifft. Klar, schön, 20 AP und 80 Stärke, aber darauf habe ich echt keine Lust. Da würde ich lieber Gigastoß oder Hyperstrahl nehmen. Um ehrlich zu sein. Ja, nein, nein, Dobby. Ich will einfach nur Dobby so schnell wie es geht weiterentwickeln. Machen wir hier erstmal die Trill. Doppelkampf ist an zweiter Stelle. Nein, Erik, du nicht. Ab. Und mein Po tut weh. Kurze Sitzposition ändern. So, den Doppelkampf machen. Packen wir noch. Dum, da, da, dum, da, da. Hallo. Hallo. Fußballfans, so seht ihr in Wirklichkeit. Ups. So seht ihr in Wirklichkeit aus. Warum gibt's nie richtige Pokémon? Als Gegner. Nein, Spiegelslava ist stärker. Hat's gegen Stahl überhaupt Wirkung? Hat. Ich bin zu sehr verwirrt. Keine Ahnung, machen wir so. Einfach eine Schmuddelattacke. Ja, wenn ich Glück habe, trifft es sogar nicht. Also, der Gegner. Okay, das ist normal resistent, wie ich gerade hören kann. Nein, nicht gegen Psyana. Nein, nicht gegen Psyana. Ich glaube, das hilft gar nichts, wenn ich das sage. Oh, ja toll, noch Hochmut. Ritz mir doch direkt in mein Gesicht, du bist schlecht. So, one-hitte das jetzt mal, René. Oh mein kleines Psyana. Ich hasse euch. Und das wäre so kurz davor gewesen, ein Level abzubekommen. Boah! Ich hasse solche Trainer wirklich. Trainer sind nur dazu da, um mir Erfahrungspunkte zu geben. Für anderes nichts. Naja, ich gehe dann kurz auf Screen heim. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.